her, junger Freund. Wohin geht denn die Weltreise? Nach Berlin. So, so, nach Berlin. Haben wohl Ferien? Ja, aber ich habe auch mal was Geschäftliches zu erledigen. Geschäftliches? Ei, ei. Zum ersten Mal in Berlin? Du wirst ja Augen machen. Da gibt es Häuser, die sind 100 Stockwerke hoch. Jawohl. 100 Stockwerke. Zu Fuß dauert 3 Monate, ehe man hinaufkommt. Fährt man eben in einem Aufzug. In jedem Aufzug ist eine Küche, damit man unterwegs nicht verhungert. Und wenn du in Berlin in ein anderes Stadtviertel willst, dann brauchst du nur in ein Postamt zu gehen. Da steckt man dich in ein Rohr und schießt dich dahin, wo du gerade zu tun hast. Und wenn man in Berlin kein Geld hat, dann geht man auf die Bank, lässt sein Gehirn als Kantor und kriegt 1000 Mark dafür. Der Mensch kann nämlich 2 Tage ohne Gehirn leben. Und er kriegt es erst wieder, wenn er statt 1200 Mark zurückzahlt. Sie haben wohl auch gerade Ihr Gehirn auf der Bank. Was soll das, dem Kind in solchen Quatsch zu erzählen? Halt doch mal, ich muss jetzt aussteigen. Ja, gerne. Glück in die Reise, mein Junge. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach du meine Güte. Da hängt noch was. Dankeschön, Dankeschön. Einsteigen bitte. Dann nun kannst du dich ja hingehen und in Berlin durchschlafen, mein Junge. Nein, ich schlafe nicht. Einsteigen. Thank you.
Thank you.